Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Vorschau auf den vierten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg und natürlich auch der großen Frage, kann der erste FC Sterne aus Möcklingen seine Erfolgsserie aus zuletzt den ersten drei Spielen und drei Siegen fortführen und damit weiter an einer eigenen Rekordgeschichte arbeiten. Aber das ist natürlich nicht die einzige Frage, die uns heute beschäftigt, sondern wir beschäftigen uns auch unter anderem mit den bereits gespielten Partien des vierten Spieltages. Denn im Gegensatz zu den ersten drei Spieltagen hat uns die Liga-Zusammensetzung und die Liga-Konzession nun mitgeteilt, dass der Spieltag jeweils aufgesplittet wird auf zwei Spieltage. An einem davon bekommen wir vom Gold Dragon Team exklusiv das Recht für eine Konferenzausstrahlung. Der andere Spieltag überschneidet sich leider mit der Vorschau, die Sie ja jetzt gerade live sehen, beziehungsweise die Sie jetzt sehen können. Aber wir liefern Ihnen dementsprechend die Ergebnisse des Freitagsspieltags natürlich gleich kompakt mit dazu und natürlich auch dann anschließend noch die Tabellensituation vor den restlichen Samstagspartien. Unter anderem haben wir morgen dann in unserer großen Konferenz das Spitzenspiel zwischen Hollenbach, die ja aktuell Tabellenvierter sind, und dann eben Neckar-Elz als Tabellendritten. Das ist der Stand vor diesem Freitagsspieltag. Aber wir haben auch andere Partien, wie zum Beispiel natürlich den Spitzenreiter, der natürlich heute Morgen auch wieder ran muss, in Freiberg. Die Freiberger, Sie erinnern sich, knüpften Reutlingen aus Tabellenzweiten letzte Woche auswärts einen Punkt ab. Also somit sollte der FC da gewarnt sein, dass man sich da nicht zu einfach macht. Aber auch im Abstiegskampf, so muss man es nach drei Spieltagen ganz klar sagen, haben wir auch wieder das volle Programm für Sie. Wir haben die Partie Nöttingen gegen Spielberg. Wir haben Kronbach, die auch noch nicht so gesichert sind, gegen den Tabellenzweiten aus Reutlingen. Wir haben aber auch, und jetzt kommt das absolute Hammerspiel, Mannheim gegen Villingen. Also da spielen sie unten alle gegeneinander. Das ist Mannheim gegen Villingen, das ist der 18. gegen den 15. Nöttingen gegen Spielberg haben wir auch für Sie, das ist der 16. gegen den 17. Also da unten alles wieder schön kompakt in der Konferenz. Darauf dürfen Sie sich freuen. Und ich garantiere und hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie morgen Abend pünktlich dabei sind. 19 Uhr geht's los mit der allseits beliebten Spieltagskonferenz. Jetzt wollen wir aber zunächst mal auf die Ergebnisse der bisherigen Freitagspartien schauen aus dem vierten Spieltag. Und da liegen uns nun folgende Ergebnisse vor. Balingen unterliegt zu Hause gegen Fortuna Singen mit 0:3. Fortuna Bissingen schlägt zu Hause Offenburg mit 4:1. Kehl, das war ja so die kleine Überraschung, auch in dieser Woche nichts zu holen. Zu Hause klares 0:4 gab es da gegen die zweite Mannschaft des Karlsruher SC. Und last but not least haben wir noch die zweite Mannschaft der Stuttgarter Kickers. Auch für die gab es an diesem Spieltag nichts zu holen. Zu Hause gab es ein 1:2 gegen Waldorf. So, und wenn wir das jetzt mal, also wenn wir jetzt mal diese vier Ergebnisse mal einarbeiten in eine aktuelle Blitztabelle, dann bleibt der erste FC Stern trotz dieses einen Spiel weniger, das die ja morgen erst bestreiten, auf Platz 1 mit 9 Punkten. Dahinter allerdings dann jetzt der zweite Mannschaft des Karlsruher SC, punktgleich mit Fortuna Bissingen und auch punktgleich mit Fortuna Singen. Also die ersten vier aktuell jetzt mit jeweils 9 Punkten, wobei der FC morgen mit einem Sieg auf 3 Pünktchen Abstand davonziehen könnte. Also so ein kleines Luftpolster sich da vollends verschaffen könnte. Ja, nach unten, beziehungsweise nach unten ging es im Endeffekt ja für alle anderen Teams, die noch nicht gespielt haben, beziehungsweise die heute verloren haben. Einzig und allein Waldorf, die haben wir noch vergessen, die klettern auch von 13 auf 10 durch das 2:1 über die Stuttgarter Kickers. Aber ansonsten ging es für alle Clubs entsprechend nach unten. Die Gesamttabelle, die dann natürlich Ausschlagkraft zeigen wird, gibt es dann natürlich in unserer großen Spieltagsanalyse, die ihr wie gewohnt am Montagabend zu sehen bekommen werdet. Ja,
Dann kommen wir jetzt zu einem großen und ja, doch eher unschönen Thema, was man leider so auch formulieren muss. Es geht um das leidige Thema der gelben Karten. Und wenn man die Statistik mal anschaut, oder allgemein, wenn man jetzt nicht um die gelben Karten, aber wenn man mal allgemein schaut, nach 3 Spieltagen knapp 160 Vergehen in der Oberliga Baden-Württemberg, die mit Karten, sei es jetzt gelb, gelb-rot oder rot, geahndet worden sind. Und davon alleine entfallen Stand jetzt knapp 90 gelbe Karten, die es bisher gab, alleine in den ersten 3 Spieltagen, auf allen Plätzen zusammengerechnet, wohlgemerkt. Eine gelb-rote gab es bis dato und es gab bis dato 3 klar-rote Karten, also 3 klare Platzverweise. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist: Moniert die Oberliga, moniert der relativ, ich nenne es jetzt mal Amateurfußball, moniert das eher zur Holzhacker-Fraktion oder ist es einfach mangelnde Taktikausbildung? Das ist eine Frage, die man sich durchaus stellen darf. Die haben wir uns auch gestellt und ich bin aber sehr gespannt, oder wir sind sehr gespannt hier im Gold Dragons Game Studio, was eure Meinung dazu ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich sage es mal so: Unter allen fachkundigen und konstruktiven Beiträgen, Kommentaren losen wir dann einen glücklichen Gewinner aus, der sich dann mit uns nach dem kommenden Spieltag, also nicht nach dem vierten, sondern nach dem nächsten, dem fünften, nach dem fünften Spieltag, zu einer Spieltagsanalyse, ja, mit uns zusammen eingeladen wird. Wir persönlich vom Gold Dragons Team müssen es klar sagen, ganz klar, das Thema Holzhacken-Fraktion im Amateurfußball nimmt etwas, ja, Überhand, wenn man die Kartenstatistik ansieht. Aber es ist eben so, dass halt da noch sehr viel über den persönlichen Ehrgeiz geht und viele Halbprofis, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, ja, noch eine relativ geringe Hemmschwelle haben und noch nicht so lang diesen weitsichtigen Blick haben. Was ist, wenn ich jetzt vom Platz fliege? Was passiert dann mit der Mannschaft? Ah, ich schwäche die Mannschaft zunächst mal für dieses Spiel. Dann bekomme ich aber wiederum mindestens für 1 oder 2 Spiele, wenn nicht sogar noch mehr, eine Spielsperre. Das heißt, auch da schade ich meinem Club, weil ich dem Club nicht helfen kann. Und dieser Weitblick fehlt einigen Amateurfußballern oder Halbprofifußballern unserer Meinung nach definitiv noch in der Oberliga Baden-Württemberg. Aber dafür ist es ja auch in Anführungsstrichen eine Amateurliga und keine Profiliga. Wir haben ja aktuell 4 Profiligen in Deutschland. Für all die, die es nicht wissen, das sind die Regionalligen, die dritte Liga, die zweite Liga und die Fußball-Bundesliga, die erste Liga. Das sind die 4 Profifußballligen in Deutschland. Alles darunter ist Amateurfußball. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie gerade eingeblendet den Hinweis bekommen. Ich bekomme es jetzt gerade hier auf den Tisch von unserer Regie. Es gibt einen sensationellen Last-Minute-Transfer vermeldet aus dem Kreise des ersten FC Stern aus Möcklingen, die nochmal zugestiegen, einmal, nur ein einzig, aber eben kurz vor Ende des Transferfensters, ich glaube, was haben Sie gesagt, was habe ich gerade mitbekommen? 2 Stunden etwa vor Abschluss der Transferperiode im Sommer haben Sie noch zugeschlagen und haben sich einen 19-jährigen Linksaußen verpflichtet, und zwar den Skwirim Binjakay. Ist ein Deutsch-Serbe, spielte zuletzt bei Sonnenhof Groß Asbach und wechselt also jetzt, wie gesagt, zum ersten FC Stern mit sofortiger Wirkung, bekommt einen 2-Jahres-Vertrag bis zum 30.06.2014. Über die Ablösesumme wird beiderseits stillschweigend vereinbart. So steht es hier bei uns. Wir können mal kurz auf den Neuzugang schauen. Da haben wir mal so ein paar Daten noch rausgeschrieben.
Wie gesagt, spielte die letzten 4 Jahre bei Sonnenhof Groß Asbach, also kam aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft, machte bei den Groß Asbachern 119 Pflichtspiele. Da in diesen 119 Pflichtspielen erzielte er immerhin noch 15 Tore. Ja, sind wir mal gespannt, wie viele Tore und wie viele Einsätze jetzt beim ersten FC Stern dazukommen in den gut 2 Jahren oder 1,5 Jahren, die er jetzt eben Vertrag hat beim aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg. Und ja, apropos 15 Tore, wir sind mal neugierig und sind gespannt natürlich, nachdem ja Schulder, Yannick Schulder aus Seiten der Möcklinger in der letzten Woche wieder 3 Tore erzielen konnte, somit jetzt den aktuellen Torschützenrekord auf 7 Treffer nach 3 Spielen anschraubt oder hochgeschraubt hat. Ob er in dieser Woche auch daran weiterschraubt, das alles, meine Damen und Herren. Und natürlich auch die Frage, ändert sich im Tabellenkeller noch etwas in Bezug auf Villingen, Nöttingen, Spielberg und Mannheim. Das sind die letzten 4 der Tabelle, die morgen allesamt mehr oder weniger direkt gegeneinander oder in Fernduellen gegeneinander spielen. Und die haben Sie hier live bei uns morgen Abend in der Konferenz ab, wie gesagt, 19 Uhr. Und natürlich beantworten wir dann auch die Frage, kann Karlsruhe, Singen und Bissingen, können die ihre neuen Top-Platzierungen 2, 3 und 4, können die die behaupten oder rutschen sie doch wieder ein Stück nach unten, weil Mannschaften wie Reutlingen, Neckarelz, Hollenbach eben morgen noch punkten und dann wieder vorbeiziehen an den heute bisher schon aktiv gewesenen Mannschaften. Wie gesagt, das sind alles so interessante Fragen, die wir jetzt so mal im Raum gestellt lassen, die wir auch so nicht beantworten können. Ich verweise an dieser Stelle, wie gesagt, auf unsere große Analyse, beziehungsweise auf erstmal auf unsere große Konferenz zum 4. Spieltag, die stattfinden wird morgen Abend 19 Uhr, mehrfach erwähnt. Gratuliere an dieser Stelle noch dem 1. FC Stern zum hoffentlich guten Transfer ihres neuen Linksaußen, 19 Jahre jung, der hat noch ein paar Jährchen, in denen er reifen und dann auch den Zenit seiner Karriere erreichen kann. Hoffentlich im Dress des 1. FC Stern, hoffentlich dann auch als unterstützende Kraft auf dem Wege in die nächsthöheren Spielklassen. Und ja, an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Viel gab es jetzt in diesem vierten, in dieser Vorberichterstattung nicht zu berichten an Informationen, aber wie gesagt, der Transfer, der hatte sich noch angebahnt. Wir wollten deswegen jetzt kurz abwarten. Der Zettel kam Gott sei Dank rechtzeitig vor Sendeschluss noch rein. Deswegen die Info noch rausgegangen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal hier aus dem Analyse- und Vorbericht-Nachberichterstattungsstudio von Gold Dragons Gaming Kanal und also oder auch morgen, akustisch zumindest, bis wir uns wieder hören in der großen Spieltagskonferenz. Dankeschön!